Nächste Rednerin ist Eva Cecic. Sie kommt von den Grünen Wien. Sehr geehrter Herr Präsident, wertes Präsidium, Herr Bundesminister, werte Kollegen und Kolleginnen, das mitrechtliche Inflationslinderungsgesetz ist jetzt keine neue Erfindung und wie wir gehört haben, betrifft es 300.000 Personen in Österreich. Laut Bundeskanzler Wehrmann-Faymann ersparen sich die Betroffenen durch diese Maßnahme rund 150 Euro im Jahr. Wichtig und bisher nicht erwähnt worden ist, ist an der Stelle festzuhalten, dass diese Änderung lediglich den Bereich der Richtwertmieten mit umfasst und somit der Aufschub der Inflationsanpassung lediglich den Mieterinnen und Mietern von Altbauwohnungen und Mieterinnen von Wiener Gemeindewohnungen zugutekommt, deswegen auch 300.000. Dieses Gesetz ist jedoch sowohl dem Umfang als auch dem Inhalt nach jetzt nicht wirklich geeignet, eine echte Entspannung am Wohnungsmarkt herbeizuführen oder das Problemfeld leistbares Wohnen zu erreichen. Und dazu würde es auf jeden Fall einer breiteren Reform bedürfen, beziehungsweise der umfassenden Reformmaßnahmen, die ja auch im Regierungsübereinkommen bereits angekündigt sind. Wir sind uns alle einig, dass Wohnen ein großes Thema ist, dass leistbares Wohnen sehr viele Menschen in Österreich betrifft, wenn es darum geht, eine Wohnung zu finden, die sie sich überhaupt leisten können. Es ist auch so, dass gesetzliche Regelungen die Höhe des Mietzinses betreffend nur bei Altbauten gibt, die von 1953 gebaut worden sind. Bei Häusern, die jünger als 1953 also die später als 1953 gebaut worden sind, darf es kurz gesagt auf dem Markt entsprechend unterschiedliche Miete verlangt werden. Das heißt aber auch, dass immer weniger Wohnungen erfasst werden und somit sich dann nicht mehr in dem sogenannten Schutzbereich des Mietrechtsgesetzes befinden. Notwendig ist sind weiters nachvollziehbare Mietzinsobergrenzen und auch ein neu geordneter Baubetriebskostenkatalog, bei dem die Kosten, die mit dem Grundeigentum direkt zusammenhängen, wie etwa Grundsteuern, Verwaltungskosten oder die Gebäudeversicherung, nicht mehr an die Mieter und Mieterinnen weiterverrechnet werden können. Eine Reform müsste weiters auch Transparenz herstellen. Für die Mieter und Mieterinnen ist es sehr oft nicht klar, müsste aber nachvollziehbar sein, wo der Schutz seiner, ihrer Miethöhe im Gesetz festgeschrieben ist, so damit es überprüfbar bleibt. In einem sind wir, wie vorher erwähnt, alle einig. Sehr vielen Menschen fällt es zunehmend schwer, leistbaren Wohnraum zu finden. Der Druck am Wohnungsmarkt ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Allein die Wohnkosten, nicht die Betriebskosten, sondern die Wohnkosten um 41%. Wir könnten natürlich sagen, alles wird teurer. Nur, auch das haben wir heute schon ein paar Mal gehört, Wohnen ist keine Ware, Wohnen ist kein Produkt, Wohnen ist ein Grundrecht, ein Grundbedürfnis. Und somit, wenn wir wirklich möchten, dass es hier zu einer Entlastung kommt, dann genügt eben nicht diese Linderung, sondern da brauchen wir tatsächlich auch, und da sind wir uns alle einig, tatsächliche Reformen. Und wäre jetzt die Fragestunde nicht aus, würde ich Sie jetzt natürlich an der Stelle fragen, wann mit diesen zu rechnen ist, nachdem wir hier alle das bekräftigt haben, dass es diese dringend bräuchte. Danke. Es brauche dringend eine breitere Reform, fordert Eva Cecic von den Grünen Wien. Eine Reform müsse mehr Transparenz für Mieterinnen und Mieter bringen.